Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu dieser Folge von Ehe und Familie im Fokus. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz und Erzbischof von Posen, Stanisław Gondecki. Grüß Gott. Grüß Gott. Exzellenz, eine erste Frage. Wir leben heute in einer Welt, in der eine Begriffsverwirrung vorzuherrschen scheint. Deswegen ist es hilfreich, zu Beginn zu definieren, was wir Katholiken unter dem Begriff einer sakramentalen Ehe verstehen. Man kann darauf aus der Perspektive des Kirchenrechts schauen. Man kann auch aus der Perspektive der seelsorglichen Lehre darauf schauen. In der Nummer 48 der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanischen Konzils wird die katholische Ehe beschrieben als intima communio vitae et amoris. Praktisch also als intime Gemeinschaft des Lebens und der Liebe zweier Menschen, die Mann und Frau sind und sich gegenseitig ergänzen. Diese Komplementarität definiert die katholische Ehe. Das ist aber auch nicht alles, denn darüber liegt gleichsam die Communio mit Christus. Deswegen die katholische Ehe nicht nur eine soziologische Beziehung und Ebene zwischen zwei Personen ist, einem Mann und einer Frau, sondern zugleich ein Abbild der Beziehung und Communio ist, die zwischen Christus und der Kirche existiert. Deswegen hörten wir noch vor der Synode, der ersten Session der außerordentlichen Synode, hörten wir einen jüdischen Rabbiner, der über die Ehe sprach, dass wir alle uns bewusst sein müssen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer gewöhnlichen, natürlichen Ehe und einer religiösen Ehe. In der natürlichen Ehe sind zwei Personen, das heißt Mann und Frau. In der religiösen Ehe sind drei Personen, das heißt Gott, Mann und Frau. Und das lässt sich auf die katholische Ehe übertragen, die nicht nur eine Communio zwischen zwei Personen menschlich ist, sondern erhoben ist durch die Gnade, durch Christus. Wenn es um Deutschland geht, konzentriert sich die Diskussion um die Synode herum vorrangig auf zwei Probleme. Das eine Problem ist die Zulassung von Personen, die in einer neuen Beziehung leben, zur heiligen Kommunion. Andererseits die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Herr Erzbischof, was halten Sie davon? Das heißt, wenn es um homosexuelle Beziehungen geht, können diese niemals Ehe genannt werden. Sie können sich nennen, wie sie wollen. Nach kirchlichem Verständnis gibt es nicht so etwas wie eine Ehe als Beziehung zweier Personen des gleichen Geschlechts. Sei es zwei Frauen, sei es zwei Männern. Deswegen sollte dieses Thema nicht Gegenstand der Synode sein, denn die Synode beschäftigt sich mit der Familie im katholischen Verständnis. Dagegen haben wir hier eine Beziehung, die mit der Katholizität nichts zu tun hat. Wir können uns mit Wertschätzung gegenüber der Würde jedes Menschen verhalten, der in einer solchen Beziehung weilt, gegenüber seiner Menschenwürde. Aber wir können dies auf keinen Fall eine Ehe nennen. Und ein Staat, der solche Beziehungen Ehe nennt, tut der Kultur sehr Schaden, die sich über 2000 Jahre herausgebildet hat. Das ist die eine Sache. Wenn es um die Zulassung von geschiedenen Wiederverheirateten zur heiligen Kommunion geht, sagen wir mal, ist dies eine riesige Verengung der synodalen Problematik, weil die Synode sich nicht versammelt, um diesen Punkt zu entscheiden. Sie versammelt sich, um die neuen pastoralen Probleme
von Ehen und Familien zu lösen und um die Berufung von Ehe und Familie im Licht der göttlichen Offenbarung zu zeigen, so dass sie in Übereinstimmung mit und nicht gegen die göttliche Offenbarung ist. Deswegen sage ich, dass diejenigen, die darüber nachdenken, ob wiederverheiratet Geschiedene zur heiligen Kommunion zugelassen werden sollten, leider die Stimme hören müssen, die von Anfang an da war, auf die der Herr Jesus hingewiesen hat im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums und im 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wo er sagt, dass es am Anfang nicht so war. Aus einer exegetischen Perspektive kann man sagen, dass es nicht nur um die Zeit geht, also dass bei der Schöpfung der Welt oder vor der Schöpfung der Welt es nicht so gewesen ist. Deswegen, weil man das am Anfang war es nicht so, natürlich zeitlich auffassen kann, aber auch so, wie zum Beispiel der heilige Augustinus, von Anfang an, das heißt, in Jesus Christus. Christus ist der Anfang, das Wort, die Weisheit Gottes, die die Welt schafft. Also, am Anfang. Christus ist der Anfang, das Wort, die Weisheit Gottes, die die Welt schafft. Also am Anfang. Das heißt, in Christus war es nicht so. Christus sagt über sich selbst, Anfang. Und es gibt auch eine Interpretation, die sehr interessant ist, die ihren Ursprung außerhalb der jüdischen Umgebung hat. Sie stammt aus der griechischen Umgebung. Sie sagt, enarche, das heißt, gemäß dem Gesetz. Gemäß dem Gesetz war es nicht so. Bereshit kann man auch übersetzen als enarche in der griechischen Sprache. Gemäß dem Gesetz war es nicht so. Die Worte Christi gegen die Scheidungen und die erneuten Beziehungen bilden für die katholische Kirche nicht nur eine Richtschnur als Weg zur Heiligkeit, sondern begründen das Sakrament. Nun gibt es einige Theologen, die sagen, die pastorale Situation soll sich verändern, aber die Lehre soll sich nicht verändern. Wenn sich aber der pastorale Zugang verändert, dann verändert sich auch die Lehre, oder? Alles verändert sich. Wenn sich das Denken, der Gedanke verändert, verändert sich auch die Praxis. Deswegen kann man nicht die Lehre verändern, erwartend, dass die Praxis dieselbe bleibt oder dass sie keinen Veränderungen unterliegt. Ich möchte noch einmal zur Frage der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zurückkehren, die eigentlich nicht Gegenstand der Synode sein sollten. Nichtsdestotrotz hören wir in Deutschland des Öfteren Stimmen, dass die Menschen in diesen Beziehungen in Treue und Verantwortung leben. Die soziologischen Daten sagen etwas anderes. Herr Erzbischof, was halten Sie davon? Sagen wir einmal so, Umfragen und Soziologie in Beziehung zur Theologie können eine unterstützende, helfende Rolle haben, aber nicht die ausschlaggebende. Christus hat gesagt, als Mann und Frau erschuf er sie. Und nur eine Beziehung, die komplementär ist, die der gegenseitigen Hilfe dient, ist eine Beziehung, die man gemäß der Bibel richtigerweise als Familie, zunächst als Ehe und dann als Familie bezeichnen kann. Und deswegen ist der ganze Drang der Moderne, den wir jetzt fühlen, und das in einer sehr starken Gestalt, denn während der ersten Session der Synode beklagten sich die afrikanischen Bischöfe, dass große Hilfsfonds zur Verfügung gestellt werden, um die sogenannte Homo-Ehe als gesetzlich erlaubte in diesen afrikanischen Ländern einzuführen. Mir scheint es, etwas Ähnliches empfinden wir, wenn der Druck von näher gelegenen Einrichtungen ausgeht, als derjenige, den die afrikanischen Länder ertragen. Um welche Einrichtung geht es?
Ich denke, auf der einen Seite sind es diejenigen Einrichtungen, die über große Geldressourcen verfügen und gleichzeitig irgendwie unter dem Einfluss dieser homosexuellen Kreise stehen. Ob das Brüssel sein wird oder New York oder Washington, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall eine homosexuelle Lobby, die sich ganz klar darum bemüht, nicht nur irgendwie eine Toleranz zu erlangen in Bezug auf sich, sondern auch den Sinn der Ehe auf den Kopf zu stellen, der klassisch ist und hinter sich eine gewaltige Tradition hat. Und diese sogenannte Homo-Lobby, wirkt sie auch in der Kirche? Ich meine nicht, dass kluge Bischöfe oder Priester eine solche einflussreiche Lobby schaffen könnten. Dass sie auch in der Kirche funktionieren und im Einklang mit der weltweiten homosexuellen Lobby prozedieren könnte. Es mag jemanden mit homosexuellen Neigungen geben, der möchte, dass man seine Anwesenheit toleriert. Die Kirche kann jeden wertschätzen und tolerieren. Aber sie kann auf keinen Fall aktive Homosexualität zur Kenntnis nehmen. Also etwas, das evident in der Bibel verurteilt wird. Czyli praktycznie czegoś, co jest ewidentnie potępione w Biblii. A Kościół żyje. Die Kirche lebt aber vom Wort Gottes. Es gibt keine Möglichkeit, einen solchen Zustand herbeizuführen, indem wir der Bibel den Rücken zukehren. Sonst wenden wir uns ab von der Quelle. Ohne diese kommt die Wüste. Einige einflussreiche Stimmen in Deutschland haben sinngemäß gesagt, die Kirche in Deutschland kann nicht warten, bis die Synode oder irgendjemand bestimmte Entscheidungen trifft. Denn wir müssen hier auf dem Feld schon heute handeln. Meine Frage, ist es denkbar, dass etwas in der deutschen Kirche erlaubt sein könnte, das in der polnischen oder in der afrikanischen Kirche unerlaubt ist? Es ist ja Pragmatik, gewisse Bestimmungen für das Leben der Kirche im jeweiligen Land, unter den Umständen des Landes, in dem die Kirche lebt. Anders wird die Organisation kirchlichen Lebens in Afrika aussehen, anders auf Grönland, anders in Europa und anders auch in Südamerika. Aber das ist eine zweitrangige Frage, die Organisation des kirchlichen Lebens. Dagegen erstrangig ist die Einheit der Doktrinen, das heißt praktisch ein und dieselbe Lehre der katholischen Kirche. Die Kirche kann nicht mit 100 Stimmen singen, so wie sich die Postmoderne das wünschen würde. Auch wenn uns manchmal scheint, wir manchmal den Eindruck davon tragen, dass diese Stimmen zerstreut sind und etwas untereinander anders sagen, das sogar im Widerspruch zueinander steht, dann ist das der Effekt eines Fehlers, aber keine Infragestellung des Prinzips, dass das eine und katholische Lehren der Lehre des Magisteriums ist. Wenn die Kirche 10 oder 100 Doktrinen lehren würde, dann würde sie auseinanderbrechen in 100 Kirchen. Aber die Kirche ist eine, katholisch und apostolisch. Herr Erzbischof, Sie sind ein Exeget. Die Heilige Schrift stellt klar fest, was Gott verbunden hat, das kann der Mensch nicht trennen. Nun haben wir verschiedene Exegeten, auch italienische, die zu zeigen versuchen, dass diese Worte über die Unauflöslichkeit eigentlich über die Auflöslichkeit sind. Was halten Sie, Herr Erzbischof, von diesen Theorien? Ich denke, dies ist Ausdruck eines gewaltigen Regresses, der sich ereignet im Verhältnis zu den Worten Christi.
Dieser Regress ist verständlich, wenn wir auf den Judaismus und den Islam schauen. Im Judaismus und im Islam, soweit ich sie verstehe, haben wir es mit einem Vertrag zu tun. Die Ehe ist ein Vertrag zwischen beiden Seiten. Dieser Vertrag kann jederzeit aufgelöst werden. Viele unserer Frauen, auch hier in Polen, begehen einen riesigen Fehler, sich durch die eigenen Gefühle leiten zu lassen, was verständlich ist, und gehen eine Verbindung, sagen wir einmal, mit Muslimen ein, in der Überzeugung, dass sie ein Sakrament schließen, während das für die muslimische Seite nur ein Vertrag ist. Der in jedem Augenblick aufgelöst werden kann. Ob mit der Zustimmung beider Seiten oder ohne Zustimmung beider Seiten. Und es scheint mir, dass diese neuen exegetischen Theorien, die erscheinen, egal ob in Deutschland oder Italien, auch diesem Verlangen entgegenkommen, Scheidungen irgendwie zu legalisieren und zu sagen, dass im Wesentlichen Christus nicht das gesagt hat, was er gesagt hat. Und dann lösen wir auf pragmatische Weise ein Problem, das das Dogma von der Unauflöslichkeit der Ehe betrifft. Also für mich ist das manchmal Ausdruck einer sehr intelligenten Verlorenheit. Die sogenannten progressiven Stimmen berufen sich gern auf das Zweite Vatikanische Konzil. Vergessen aber die Lehre des Heiligen der Familie, Johannes Paul II., und von Papst Benedikt XVI. Welche wertvollen Aspekte der Lehre von Johannes Paul II. Sollen wir heute nicht verloren gehen lassen? Ich denke, all das, was noch von Kardinal Wojtyla verfasst wurde, also Person und Handlung, war ein kapitaler Beitrag zum Denken über Ehe und Familie. Dann kam Familiaris Consortio, der Brief an die Familien. Jedes dieser Dokumente ist ein gewaltiger Schritt nach vorne. Diejenigen, die diese Lehre in Frage stellen, haben nicht gänzlich Ahnung davon, was sie eigentlich machen. Sie behaupten, das sei veraltet, das war über 20 Jahre her, jetzt muss man nach vorne gehen. Das Evangelium und das Magisterium der Kirche unterliegen den gleichen Rechten, die wir als Tradition definieren. Die Tradition hat in der Kirche ihre definierte Form. Die Tradition ist keine Konservendose. Die Tradition ist fortdauernde Entwicklung bei Unveränderlichkeit des Wesens. So wie es Vinzenz von Lerins gesagt hat, die Tradition ist wie ein Kind. Es entwickelt sich an jedem Tag. Es wird klüger, größer, reifer, besser ausgebildet. Aber auf der anderen Seite verändert es sich gar nicht wesentlich. Es ist als Mensch geboren, entwickelt sich als Mensch, stirbt als Mensch. Es verändert sich nicht wesentlich. In diesem Sinn verträgt der Begriff zwei Widersprüche, fortdauernde Entwicklung und Infragestellung von Veränderung. Dank diesem, wenn wir auf die Lehre der Kirche schauen, sehen wir, dass es in dieser Lehre eine Entwicklung gibt. Aber diese Entwicklung streicht nie das Evangelium durch, kann nicht das Rückgrat der Kirche durchstreichen. Johannes Paul II. Ist nicht nur der große Heilige der Familie, sondern auch ein großer Missionar der göttlichen Barmherzigkeit. Durch die Enzyklika Dives in Misericordia, aber auch durch die Heiligsprechung der heiligen Faustina Kowalska. Heute spricht man gerne von Barmherzigkeit, vergisst aber die Gerechtigkeit, die Sünde, vergisst auch den Begriff der Wahrheit. Das ist ein großer hermeneutischer Fehler.
Eigentlich sind die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit untrennbar miteinander verbunden, denn sie zeigen sozusagen zwei Angesichter einer Situation. Die Gerechtigkeit ist, dem anderen Menschen das zu geben, was ihm recht zusteht. Die Barmherzigkeit ist, dem anderen Menschen das zu geben, was ihm recht und gerecht nicht zusteht. Das heißt, diese beiden Wirklichkeiten scheinen in Opposition zueinander zu stehen, aber sie sind nach dem Verständnis der katholischen Lehre untrennbar. Untrennbar ist die göttliche Barmherzigkeit, die keine Grenzen hat. Und welche am besten veranschaulicht ist, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt die Unveränderlichkeit der göttlichen Barmherzigkeit. Das heißt, Gott ist nicht konditioniert durch das Handeln des Menschen. Er ist nicht einmal konditioniert durch das Vorgehen des Sünders. Denn Gott bleibt barmherzig bis zum Ende. Dagegen kann der Mensch die Barmherzigkeit erfahren. Nicht dann, wenn er sündigt und sagt, lobt mich, sondern dann, wenn er den Abgrund erreicht und sieht, dass es im Haus des Vaters deutlich besser war und den Weg zurück zu Gott antritt. Was heißt Barmherzigkeit mit Blick auf Ehe und Familie? Im selben Geist. Gott offenbart seine barmherzige Liebe im Verhältnis zu jedem Menschen, umso mehr zur Familie, zur Ehe und Familie, die, sagen wir einmal, eine besondere Schöpfung dieser göttlichen Liebe ist. Und sicherlich, in der Ehe und der Familie offenbart sich die göttliche Liebe mehr als außerhalb von Ehe und Familie. Zumindest ist sie leichter wahrnehmbar. Egal in welcher Situation sich die Ehen finden, seien sie regulär oder irregulär, müssen sie das Bewusstsein haben, dass die göttliche Barmherzigkeit sie die ganze Zeit begleitet, unveränderlich. Denn nur in einem solchen Setting werden sie nicht in das Gefühl der Schuld hineinfallen, sondern sich bemühen, aus der Sünde herauszukommen und zur Gnade zurückzukehren. Heute ist das Sündenbewusstsein im Verschwinden begriffen. Wir hören diejenigen, die eine Anpassung der Kirche an die Welt fordern, was häufig dazu führt, dass wir die dritte Person in der Beziehung aus den Augen verlieren, Gott, mitbedingt durch eine Reduktion der Theologie auf Soziologie. Ist dieser Weg zukunftsträchtig? Er hat keine Zukunft. Manchmal bedienen wir uns der Soziologie, um religiöse Phänomene zu beschreiben. Aber das ist ein zerbrechliches Werkzeug, nicht gänzlich adäquat. Dagegen, wenn man diesen Begriff der Sündhaftigkeit verliert, dann ist praktisch jede Einstellung gut. Es gibt nichts, von dem man sich bekehren müsste. Aber das Evangelium beginnt ja mit den Worten, kehrt um und glaubt an das Reich Gottes. Und Jesus Christus spricht von sich, von der Aufgabe, warum er auf die Welt gekommen ist, vom Kommen zu den Sündern. Wenn wir die Sündhaftigkeit nicht anerkennen, dann sagen wir mal, entleeren wir das Kommen Christi. Das ganze Werk der Inkarnation entleeren wir. Denn wir sagen, Christus ist nicht zu uns gekommen. Aber außerhalb Christi gibt es kein Heil, keine Erlösung. Ich möchte Bezug nehmen auf zeitgenössische Herausforderungen für die Familie. Eine dieser Herausforderungen ist die sogenannte Gender-Theorie, das Gender-Mainstreaming. Herr Erzbischof, Sie selbst haben viele Jahre lang an der eigenen Haut den Kommunismus erfahren. Sehen Sie Ähnlichkeit zwischen der Erscheinung des Kulturmarxismus und der des alten Kommunismus
der die Familie und die Ehe bekämpft hat. Sicherlich gibt es eine Analogie. Es ist eine Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Richtungen vorhanden, weil sowohl der Kommunismus wie auch die postkommunistischen linken Bewegungen keine Wertschätzung gegenüber der menschlichen Person haben. Das heißt, sie achten die menschliche Person und ihre Würde nicht so wie das Christentum, aber bemühen sich alle, zwischenmenschlichen Beziehungen zu ruinieren. Der Kommunismus wollte durch die Klasse, durch die Klassensolidarität die Gesellschaft auseinanderbrechen und gegeneinander antagonisieren. Und jetzt geschieht das durch einen anderen Eingriff. Viel subtiler, durch das Lehren von Gender. Das heißt, durch die Infragestellung der Richtigkeit der Existenz von Ehe und Familie. Die Zerstörung der Institution von Ehe und Familie als oppressiv, die anstatt zum Wachstum der Menschlichkeit beizutragen, als Existenz die Menschlichkeit reduzieren würde. Deswegen sage ich, gibt es verschiedene Instrumente, verschiedene Methodologien, aber das Ziel ist das gleiche, die Verpulverisierung der Gesellschaft. Damit der Mensch allein bleibt und man mit ihm deutlich geschickter manipulieren kann. Herr Erzbischof, Sie meinen also, dass diese Theorie, indem sie subtiler ist, auch deutlich gefährlicher ist? Zweifellos. Denn der Mensch orientiert sich nicht so schnell in den heutigen Theorien. Denn in den damaligen Klassenmäßigen wusste er, dass in ihm Ungerechtigkeit ist. Und wenn man ihm heute über Gender murmelt, dass der Mensch verschieden ist, dass es verschiedene Kulturen gibt, dann fängt man ihn mit der Angel für etwas, das als sehr erstrebenswert erscheint. Sagen wir mal, jeden individuell zu behandeln, was übrigens Grund für den Individualismus ist. Das heißt, wenn der Genderismus den Raum betritt, dann handelt es sich um eine reine Ideologie, die eigentlich versucht, die ehelichen und familiären Beziehungen zu zerstören, zeigend, dass die Gesellschaft, die man schaffen möchte, klassenlos ist.